Die Kickers als Nonplusultra der Regionalliga. Seit 10 Spieltagen Tabellenführer, seit 22 Pflichtspielen ungeschlagen. 9 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Relegationsplatz. Hohe Zuschauerzahlen und Fanrummel rund um den Biberer Berg. Die Kickers wissen, wem sie zu danken haben. Zumindest können wir Gründe zusammenfinden. Das ist erstmal die Fans im Rücken, die uns natürlich mega unterstützen. Bei dem letzten Spiel haben sie uns 120 Minuten nach vorne gepeitscht, niemals aufgegeben. Die Mannschaft hat Willen, Leidenschaft gezeigt. Es zeigt auch, wie sich Kickers Offenbach, wie die Fans sich nach Topfußball sehnen und hier auf den Biberer Berg kommen, die Mannschaft unterstützen. Angespornt von den Fans hat Goalgetter Christian Zapek bereits 11 Ligatreffer erzielt. Ein Fan, der zu Saisonbeginn gegen ihn gewettet hatte, muss sich nun übrigens Zapeks Konterfei auf die Wade tätowieren lassen. Die zweitbeste Tordifferenz der Regionalliga Südwest, zwischendurch auch mal 9 Pflichtspielsiege in Folge. Das hat den Spitzenreiter ganz nebenbei bis ins DFB-Pokal-Achtelfinale geführt. Die Zweitligisten Ingolstadt und Karlsruhe rausgekegelt. Als Belohnung kommt nächstes Jahr Bundesligist Borussia Mönchengladbach nach Offenbach. Der Fanandrang ist jetzt schon gewiss. Der Biberer Berg wird im März wieder hier brennen. Da ist die Hütte dann komplett ausverkauft. Und das ist heute schon mit 16.000 Zuschauern. Das zeigt ja eben, was hier abgehen kann, auch wieder perspektivisch abgehen kann. Das Publikum sehnt sich ja nach diesem Spitzenfußball. Das haben wir aber auch in der Liga mit 5, 6, 7, 8.000 Zuschauern, 9.000 gegen Waldhof Mannheim. Das ist schon überragend. Perspektivisch gab es aber immer wieder Diskussionen um die Zukunft von Trainer Rico Schmidt. Der Sachse würde gern weitermachen. Das schwebende Insolvenzverfahren behinderte bislang aber konkrete Vertragsverhandlungen. Im Aufstiegsfall würde sich sein Vertrag ohnehin verlängern. Ein Streitthema. Rico Schmidt will weiterhin auch die zusätzliche Kompetenz als Sportdirektor. Der Verein hat allerdings bereits vergangene Spielzeit Sportkoordinator Alfred Kaminski engagiert, mit dem der Fußballlehrer aber eine Zusammenarbeit kategorisch ablehnt. Unstimmigkeiten zwischen Stammverein und Fußball GmbH, ein Treffen des Aufsichtsrats nach dem letzten Spiel des Jahres blieb ohne konkretes Ergebnis. Die Fans stehen hinter Rico Schmidt, seine Spieler sowieso. Ja, der Trainer bereitet uns jedes Spiel überragend vor, ob es jetzt ein Punktspiel ist oder ein Pokalspiel. Also wir sind immer top vorbereitet und das zeigt sich dann natürlich auf dem Platz. Jeder weiß, was er machen muss, wie der Gegner auch irgendwo tickt und ja, momentan läuft alles gut bei uns. Zum versöhnlichen Jahresabschluss ein 2:1-Sieg gegen Wormatia Worms. Für die Zeit nach dem Insolvenzverfahren könnten am Biberer Berg kommendes Jahr aber prompt wieder Grabenkämpfe drohen. Gewohnter Offenbacher Alltag, aber völlig unnötig in Zeiten sportlichen Erfolgs.